Mein Name ist Günther Domes, ich bin Forstwirtschaftsmeister. Ich arbeite für die Bayerischen Staatsforsten hier am Forstlichen Bildungszentrum in der Labau. Mein Name ist Wolfgang Thum, ich bin ebenfalls Forstwirtschaftsmeister und arbeite wie der Günther bei den Bayerischen Staatsforsten am Forstlichen Bildungszentrum Labau. Ich darf euch heute die Entrindung mit dem Loheisen oder wie er bei uns in Rupperding genannt wird, mit dem Schimper vorstellen. Der Schimper ist ein gebogenes Flacheisen, das diese Biegung aufweist, weil ich dann mich leichter tue und der diesen Stamm, diese Stammform nachzeichnet. Er hat nur einen kurzen Stiel, dass ich da einfach nah am Körper arbeiten kann. Ich habe euch jetzt zwei Schimper mitgebracht. Das eine, der weist eine Fliege auf, da ist ein Schneid dran. Das ist für zährindige Baumarten, dass ich mir einfach da, wo ich meine Bahn begrenzen möchte, mit dieser Fliege einen Riss machen kann, dann reißt die Bahn da entlang runter. Und der zweite Schimper ist ein Schimper rein für die Tanne. Der braucht diese Fliege nicht, weil die Tanne eine sehr rissige, brüchige Rinden hat. Schimpen kann ich nur, wenn die Rinden locker ist, also wenn die nicht Obacher ist, wie man bei uns sagt, wenn die nicht fest roh ist. Und da habe ich nur ein geringes Zeitfenster, nämlich von Anfang Mai bis Anfang August. Es darf auch kein Käfer nicht drin sein, weil dann die Rinden schon wieder fest roh ist und dann geht das Ganze nicht. Die Technik selber ist eigentlich nicht schwer. Man fängt jetzt da auf der rechten Seite an, schaut, da man sich unter die Rinden einarbeitet. Und um das zu erleichtern, seht ihr, dass da ein Motorsagschnitt um auf dem Scheitel drauf ist. Den hat man vorher schon gemacht beim Entasten, da geht das mit, um die Rinden aufzureißen. Also an diesem Motorsagschnitt kann ich mich entlang reinhangeln, jetzt nicht, weil ich klappe nur meine Rinden auf, so ein paar Zentimeter, und arbeite mir die ganze Bahn, die ganze Länge, die ich vorher mit dem Riss markiert habe oder begrenzt habe, bis daher. Und durch diese Quarkbewegungen kann ich mir jetzt da runter arbeiten. Ich kann jetzt, wie gesagt, auch da noch am Körper arbeiten, weil der einen kurzen Stiel hat. Die linke Hand hilft mit und ich bleibe immer unter der Rinden drin und arbeite mir Etage für Etage nach unten, bis ich ganz auf der drüben Seite unten bin. Ich schaue, dass ich so weit reinkomme, wie es geht. Jetzt seht ihr schon, ich habe Handschuhe, das hat zwei Gründe. Erstens ist diese Schimperei eine furchtbar dreckige Arbeit, weil der Saft und das Harz einfach alles verklebt und die Rindenschuppen oder auch die Rinden selber ist schon so sehr scharfkantig, man kann sich da die Hände aufschneiden. Ja, jetzt habe ich es euch in der Theorie gezeigt. Jetzt darf ich sagen, gehen wir in die Praxis und da darf ich überleiten auf den Günther, der euch das, wenn ich arbeite, ein bisschen erläutert und erkläre. Der Wolfgang beginnt mit der Fliege aufzureißen. Dieser Riss begrenzt da die Bahnlänge. Wenn er das erledigt hat, macht er an diesem Motorsägenschnitt ganz kurze Hübe. Er löst die Rinde immer mehr ab. Irgendwann ist es soweit, dass er die linke Hand einsetzen kann. Die hält diese Rinde offen. Den Schimper hat er jetzt eher sehr lang. Wenn es geht, wird er auch dann mit beiden Händen arbeiten, um mehr Führungsqualität zu erreichen. Das ist spätestens dann erreicht, wenn die Rinde so schwer ist, dass sie von selber zu Boden sinkt. Jetzt zum Beispiel. Er versucht natürlich auch, möglichst tief reinzukommen, weil das Ziel ist auch, dann, wenn er von der zweiten Seite das Gleiche macht, dass die Rinde komplett abgelöst wird. Sie fällt dann am Stück zu Boden. Jetzt beginnt er auf seiner Seite wiederum mit sehr kurzen Stößen. Am Anfang relativ kurze Hübe bis zu seinem Riss mit der Fliege. Dieser Riss hat er die Bahn begrenzt. Sobald es geht, hält er die linke Hand ein. Die linke Hand hält die Bahn offen. Die rechte Hand hat den Schimper circa in der Mitte gefasst. Auch hier kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die Rinde vom Eigengewicht her nach unten sinkt und er ab hier mit beiden Händen diesen Schimper führen kann. Das ist wesentlich ergonomischer als wie mit einer Hand. Es wird bald unten durch sein. Der Stamm liegt hohl. Das ergibt uns die Möglichkeit, dass die Rinde komplett abgelöst werden kann. Das hat er somit erreicht. Jetzt beginnt er mit der nächsten Bahn, wieder mit dem Aufreißen, mit der Fliege, wieder diese Begrenzung dieser Bahn und der Vorgang wiederholt sich.
Jetzt, wenn ich den Baum fertig entrindet habe, dann wird er auftraut, wird fertig entastet, da kommt die restliche Rinden runter. Wobei man da ein kleines bisschen aufpassen muss, weil das Holz jetzt sehr rutschig ist, also ein bisschen am Hang oder so, dass da nichts passieren kann. Aber sonst ist dann der Baum fertig.